Meines Erachtens gibt es einen Vers im Koran, der unheimlich ist. Der ist unheimlich, weil er auf eine unheimliche Art und Weise darstellt, was für einen Wert, was für eine Rangstellung die Tazkiya, also die Seelenläuterung, die Charakterbereinigung, die Reinigung des Herzens hat. Ihr kennt die Aussage Allah Ta'alas in der Surah Al-Shams. In der Surah Al-Shams. Die Surah Al-Shams beginnt mit einer Reihe von Schwören. Eine Reihe von Schwören, was man auf Arabisch Al-Qasam nennt. Al-Qasam, ein Schwur. Wozu beginnt Allah Ta'ala diverse Aussagen mit einem Schwur? Was hat ein Schwur für einen Zweck? Beispielsweise, wenn ich sagen will, nur mal so ein Beispiel jetzt außerhalb des Korans, wenn ich sagen will, der Mu'min ist erfolgreich. Was drängt mich dazu, diese Aussage mit einer Reihe von Schwören zu beginnen? Bei dem, der die Himmel geschaffen hat, bei Allah, bei dem, der Sonne und Mond geschaffen hat. Warum wird das gemacht im Koran? Die Mufassirun sagen, Al-Qasam, also dieser Schwur, huwa ta'kidu al-madhkur bi dhikri al-mu'azzam. Das heißt, einen erwähnten Fakt, eine Aussage zu bekräftigen und bestärken mit der Nennung etwas Herrlichem, mit der Nennung von etwas, was herrlich und gewaltig ist. Allah Ta'ala, jetzt beachtet mal die Surat Al-Shams, wie sie beginnt. 11 aufeinanderfolgende Schwüre. 11 aufeinanderfolgende Schwüre. Und dann kommt die Aussage. Allah Ta'ala sagt, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. Bei der Sonne, das ist der erste Schwur. وَالشَّمْسِ, bei der Sonne und der Morgenhelle. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. Nummer 3, Schwur Nummer 3. Und dem Mond, wenn er ihr folgt. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا. Und dem Tag, wenn er sie erscheinen lässt. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا. وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. Und bei der Nacht. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. Und bei dem Himmel. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. Und bei dem Himmel und dem, der ihn auferbaut hat. Oder das kann auch heißen, und bei dem Himmel und seinem Aufbau. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. Bei der Erde. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Jetzt schwört Allah Ta'ala bei der Seele des Menschen. Das ist auch ein interessanter Punkt. Wir sehen, was für ein Ende diese Reihe der Schwüre nimmt. Allah Ta'ala schwört jetzt bei der Seele. Warum gerade bei der Seele? Denn die Aussage, die jetzt hier getätigt wird, die Aussage, die hier endet, bei dieser ganzen Reihe, sie handelt nämlich um die Seele. Und einer jeden Seele und dem, der sie zurechtgeformt hat und ihr dann ihre Sittenlosigkeit und ihre Gottesfurcht eingegeben hat. Weil hier ist die Reihe zu Ende. Hier sind alle Schwüre zu Ende. Jetzt kommt die Aussage. Das nennt man Jawabul Qasam. Die Antwort oder die Folge des Schwures. Qad aflaha man zakkaha. Das ist, hier hört ihr auch das Wort raus. Zakkaha, Tazkiya. Erfolgreich ist, wer seine Seele läutert. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Und verloren hat der, der sie verkümmern lässt. Der seine Seele, sein Herz verkümmern lässt. Das heißt, es einfach gehen lässt. Es nicht pflegt. Hier sehen wir die enorme Wichtigkeit der Tazkiya. Mir ist nichts Ähnliches aus dem Koran bekannt, wo Allah Ta'ala so viele Schwüre aufeinander folgen lässt, um einen Sachverhalt, um eine Angelegenheit zu bekräftigen.